Das T-Shirt ist von John. John? Das passt halt alles nicht zusammen. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, einige werden sich denken, was los, Maxl? Schon wieder eine Reaction. Für was hast du jetzt eigentlich deinen Reaction-Kanal? Ja, 14 Reactions pro Woche auf meinem Reaction-Kanal unten in der Infobox verlinkt. Aber, so wie seit 2 Jahren auch, eine Reaction pro Woche. Ja, okay, es ist die zweite in kurzer Zeit, es ist Lockdown, was soll ich machen? Es wird schon noch ein cooler Stream kommen. Shopping-Stream, in the making. Freitag, okay? Bleibt gespannt. Apropos Freitag, was sind da noch? Ja, liebe Freunde, die Black-Friday-Aktion von M&M. Es gibt einen Hoodie unlimitiert zur Vorbestellung. Nicht nach 3 Minuten soldat wie beim letzten Mal, sondern unlimitiert zur Vorbestellung. Welcher Hoodie da kommt, ist bis jetzt noch geheim. Wer auf Instagram dabei ist, weiß vielleicht schon oder kann sich schon denken, was da kommen mag. Ich werde aber noch nichts verraten, am Freitag dann vielleicht beim Shopping-Stream. Freunde, jetzt quatschen wir nicht länger, es wird Zeit für eine weitere Reaction. Ich habe wieder mal gestöbert in den uralten Unterlagen von Mahan mit seinen ganzen alten Videos und habe ein Video gefunden, das uns vielleicht gefallen könnte. 12-Jähriger mit 50.000 Euro Rekorduhr. Was kann das sein? Uhren. Auch wieder so ein Ding. Auch so ein spannendes Thema, das uns aktuell beschäftigt irgendwo, gell? Grüße gehen raus. Na, da wird schon zu viel verraten, Freunde. Wir quatschen gar nicht länger, wir schauen direkt rein ins Video. Bin gespannt, was Mahan da vor einem Jahr gefilmt hat. Here we go. Was geht, Leute? Mein Name ist Mahan. Mahan-Perse, here we go again. Willkommen zu einem Video, Leute. Heute ohne Mikrofon am Start, weil Mikrofon-Akku ist leer, aber wir haben ein cooles Video gedreht. Aber funktioniert trotzdem, Ton ist nicht mal so kacke. Und zwar hier in Berlin, ein Wie viel ist dein Auto wert Video. Leute, checkt das Video auf jeden Fall bis zum Ende ab. Wir haben die ein oder anderen Flexer am Start, die ein oder andere Hublot oder auch der ein oder andere gefälschte Gucci-Gürtel ist am Start. Leute, checkt das Video auf jeden Fall bis zum Ende ab und nimmt das Video auf jeden Fall auch mit Humor. Hier mein Instagram, Leute. Ja, prinzipiell sind wir nicht bekannt dafür, dass wir Humor hätten, oder? Also, Entschuldigung, wir nehmen alles viel zu ernst. Und hier mein YouTube. Ich habe auch momentan eine Gewinnspiel am Laufen. Ich erkläre euch ganz kurz, was ihr machen müsst. Angezogen auf der Straße. Entschuldigung, ich weiß, das ist Plug, aber ein Gewinnspiel von vor einem Jahr, das rennt sowieso nicht mehr. Das kann ich ja wohl skippen, oder? Ui, ui. Ah, du gönnst nicht. Auf jeden Fall ab, das Gewinnspiel werdet ihr von Seite und checkt mein erstes Foto ab. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt weiter mit dem Video. Jo, wie heißt du? Scheiße, Jevot. Ah, nice Frisur. Da weiß man gar nicht, wo die anfängt und wo die aufhört. Wo die anfängt, ja, kann ich nicht sagen. Jo, Digga. Styler. Oha, machen mit einer Vêtement, mit einem Vêtement-Sipudi. Nice. Hat er, glaube ich, gar nicht mehr. Schade, dass er den weggegeben hat. Oh, wie viel ist dein Outfit wert? Also, die Jeans kosten 60. Okay, von welcher Marke ist die? Ich weiß nicht. Mit einem Totenkopf drauf? Philipp Plein wahrscheinlich. Okay. Oder Roberto Gaisini, nur die Fake-Variante. Fresh. Du bist auch der erste Typ, der mit der Jeans anfängt. Die anderen fangen immer mit dem Schuh oder mit dem... Weißt du? Aber auch raus. Schuhe? Schuhe Marco Polo. Okay. 100. Marco. 100, ja. Also Gürtel von Gucci. Oh. Was ist? Happy Corona. Das schaut irgendwie aus wie 2 Kochlöffel, die man zusammengeschweißt hat. Oh, Bruder, ist das real? Ich weiß nicht genau, wie 250 oder so. 250. Ja. Bruder, der ist safe nicht real. Zeig mal nochmal. Aber ist schon ein bisschen alt. Ja. Der ist schon, oh mein Gott, Leute, schaut. Der ist, glaube ich, schon ein paar Mal von seinem Vater damit geschlagen worden. Nein, Joke, Freunde, Joke. Aber ich habe auch irgendeinen billigen Gürtel von H&M oder so gekauft, der ist dann auch so. Ah, das ist mein Burton Snowboard Gürtel. Da sind 2 Löcher nebeneinander und wenn du die da, der ist auch komplett zerstört. Also circa so schaut der Gucci Gürtel aus. Bruder, der ist nicht real. Aber machen wir weiter mit deinem Hemd. 30. 30, okay. Diese Streckjacke auch 30. 30, Uhr, ja. Uhr 200. Das ist eine Police. Okay, Police, die Marke. Armband. 500. 500 Euro. Was ist das für ein Armband? Philipp Plein. Philipp Plein? Ja, genau. Philipp Plein, achso. Plein. Okay. Hau mal raus. Das sind das irgendwie echte Steine oder echte Brillanten? Perlen, so. Perlen, okay. Okay. Das hat er von irgendeinem Aqualandia-Besuch in Jesolo mitgenommen beim Fluch der Karibik stand und sagt jetzt, dass das Philipp Plein ist, nur weil ein Totenkopf drauf ist. Ja, ey. An sich finde ich das Outfit cool. Ich finde bloß den Totenkopf jetzt nicht so fresh, aber ich finde ansonsten den Style
gut, Mann. Danke. Ey, hier der Endbetrag. Und Bro, der Gucci-Gürtel ist fake. Gib es zu. Komm, gib es zu. Okay. Original. Bro. Ey, danke dir auf jeden Fall. Hey, wer bist du? Ich heiße Valentino. Valentino. Bro, hau mal raus. Wie viel ist dein Auto? Voll auf so Checker. Geht er da schon rein mit den geschleckten Haaren, mit dem Hemd? Wie ist ein Businessman. Du siehst schick aus. Danke. Mit Hemd am Start, der Boy. Danke. Klärt halt paar Meter. So ein kleiner Checker ist das. Ah. Also die Schuhe, Gucci-Schuhe 425. Okay. Die Hose 49 von Sarah. Ja. Das Hemd. Das Handy ist größer als beide Hände von ihm zusammen. 39 auch von Sarah. Ich finde die Schuhe von Gucci, das sind eher die Schuhe, die ich nicht so feiere bei Gucci. Die werden auch, glaube ich, nicht mehr... Es gibt Sachen, die Mara nicht feiert bei Gucci. Krass. Produziert. Aber ich finde, das steht dir, weil du hast gerade einen schickeren Style mit dem Hemd und alles am Start. Und ja, du danke. Wolltest bei mir dein Hemd. Was, 40, 39 von Sarah. 39 von Sarah. Und deine Uhr. Humblot-Uhr, diese Black Edition. Humblot. Mhm. Humblot kennt man ja noch nicht. 50.000 Listenpreis. Bro, was macht ein 12-Jähriger mit so einer Uhr? Jetzt, real talk. Wie kommt er an so eine Uhr? Was macht er damit? Was hat er für eine Verwendung dafür? So? Was will er am Spielplatz die anderen 12-Jährigen beeindrucken? Da reicht ein, weiß ich nicht, ein elektrisches Auto zum Reinsetzen. Hublot Black Edition. Ich kenne das. Warte. Ja, Black Edition. Big Ben oder so. Ich kenne mich nicht so gut mit Hublot-Uhren aus. Oder Hublot-Uhren, weiß ich, dass das so ausgesprochen wird. Eine Big Ben, sagst du? Ja. Und die kostet 50.000 Euro. Wow. Listenpreis. Und du bist so... Da hatten wir doch genau so einen Typen letztes Mal im Video. Jahre. Ja. Wie finanzierst du so eine 50.000? Ausgeborgt von dem Typen und lackiert in schwarz. 1.000 Euro Uhr. Die hat mein Vater mir gekauft. Ich weiß nicht. Okay. Wieso? Dein Vater scheint wohlhabend zu sein. Es ist gerade 21 Uhr am Alexanderplatz. Wieso läufst du hier mit einer 50.000 Euro Uhr um? Keine Ahnung. Ich war gerade ein bisschen draußen und dann bin ich hier vorbeigelaufen. Okay. Wie reagieren... Also in welche Klasse gehst du? In der 6. In der 6. Klasse. Wie reagieren deine Mitschüler auf so eine Uhr? Ich nehme die nicht mit zur Schule. Du nimmst die nicht? Ah, okay. Nee. Zur Schule, okay. Warum? Keine Ahnung. Also, ja. Nee, klar. Eigentlich nicht, nur manchmal. Ja, klar, das ist auch so ein Ding. Also, die Uhr kostet einfach so viel wie der Jahr. Da ist dann kacke, wenn du abgezogen wirst. Mit irgendwelchen Jordans oder so, die dir abgezogen werden, okay, aber mit einer Uhr um 50.000 Euro. Jahresumsatz von deinem Lehrer. Ja. Ja, also auf jeden Fall krass. Hier. Jahresumsatz vom Lehrer? Mehr? Was verdient so ein Lehrer? 2.200 Euro oder so? Das war das Doppelte. Der Endbetrag, ey, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so eine teure Uhr am Start hast. Danke. Ja. Danke dir, ey, das war's. Würdest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Abonniert ihn alle und lass den Daumen da. Ehrenmann, süßer Boy, Mann. Danke dir, das war's. Hey. Er ist einfach genauso groß wie Mann. Okay, wer kommt da? Wer ist du? Nastja. Nastja. Ja, du hast ein cooles Outfit hier. In Berlin sind wir am Start. Ja, komm mal raus, wie viel ist dein Outfit wert? Wie viel hast du dafür bezahlt? Fangen wir mal den Schuh nochmal an. Also, aber jetzt hat er das Labello-Mikro wieder. Die Schuhe sind Doc Martens. Okay, cool. Okay, cool, ja. Wollte ich auch gerade sagen. Circa 150 Euro ungefähr. 150. Ich höre immer von Jungs, die anziehen, die Schuhe sind unbequem. Stimmt das? Nein, die sind mega bequem. Das sind so die Alltagsschuhe von mir, genau. Ah, okay. Ich finde sie extrem bequem auf jeden Fall. Die Hose? Ja. Die Hose ist von Calzedonia. Okay. Kennt wahrscheinlich jedes Mädchen. Das sind extrem genau. Okay. Das T-Shirt ist von John. John? Das passt halt alles nicht zusammen. Die Doc Martens mit so einer Lederlegging. Dann dazu ein mit einer Lederlegging, dazu ein Jordan-Shirt mit einer Lederjacke und noch einem Pelz drüber mit einem Gucci-Gürtel. So. Entscheid dich für eine Stilrichtung. Es muss nicht alles in einem Outfit sein. Okay, genau. Sieht cool aus auf jeden Fall. Dankeschön. Ungefähr. Jordan, achso, Jordan. Jordan, ja, ja. Ich hab John verstanden. John. Ja, ja, das erkennt man auch gar nicht am Symbol, dass es sich da nicht um Jordan, sondern nicht um John, sondern um Jordan handelt. Jordan. Nein, nein. Jordans um die 40, 50 Euro würde ich mal denken jetzt. Der Gürtel. Ah, und die Chanel-Tasche. Ist von Gucci. Und auch dieses. Ah, die trägt ein Oversized-Shirt und macht sich das mit einem Gürtel drüber enger. Was? Okay, geil.
Ich habe keine Ahnung, wie viel der kostet. Ich Gucci Gürtel kostet heute 2 Euro. 1 Euro. 275 Euro. Genau. Die Tasche. Ah, wir waren bei der Jacke. Machen wir bei der Jacke, Alter. Okay, die Jacke ist von Gucci. Gucci, Hinten ist auch das beliebte Logo drauf. Okay, kannst du ja mal einmal jetzt an der Stelle mal zeigen. Gucci. Wer trägt auch über einer Lederjacke nochmal einen Pelzmantel? Snake-Jacke mit einem Piton. Ist es ein Python? Ist die echt? Oder? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall nicht. Nein, das ist keine Python, die hat seinen eigenen Namen. Python, zeige ich sogar schon falsch nach. Python. Schlange mit vielen Farben. Eine Schlange, ja. Auf jeden Fall eine schicke Jacke. Was? Biologie, gut aufgepasst. Dankeschön. Jetzt haben wir sowas bestimmt sehr viel, oder? Die hatte ich in einem Outlet gekauft, aber okay. Für 8 Euro. Für 8 Euro, okay. Nein, 800. 800 Euro, okay. Ich dachte schon, Dings, Dennis flaxt hier, Leute. Ich glaube, sie flaxt hier, Leute. Okay. Ja, du hast einen Pelz. Genau. Mantel. Das ist russischer Pelz. Russischer Pelz. Genau. Russinnen tragen öfters Pelzjacken, ja, ne? Ja, das stimmt. Das ist so normal bei Russen. Das stimmt. Was ist das für ein Tier, wenn ich fragen darf? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich denke mal, das ist Fuchs oder Hase. Okay. Auf jeden Fall in Moskau, du siehst wirklich im Sommer, wenn 30 Grad sind, siehst du die alle mit diesen Jacken rumlaufen. Ah, okay. Und du natürlich jetzt hier auch. Jetzt Das ist der Russen-Vibe. Den müssen wir nicht verstehen, Leute. Den verstehen die Russen. Очень хорошо. Deine Tasche von Chanel. Genau, das ist die Chanel Croix. Das ist meine absolute Lieblingstasche. Für die zahlt man jetzt ungefähr 1.500 Euro. Sind teurer geworden, ja. Ja, die werden immer... Langweilig! Also das ist die Handy-Sonnenbrille. Für die zahlt man jetzt ungefähr um die 400 bis 500. 400 bis 500, okay. Fendi-Sonnenbrille. Ey, die Sonnenbrille ist mega geil. Ich feier dich richtig. Danke. Sieht gut aus. Du hast auch schaut einfach aus wie diese ganz normale Sonnenbrille, die es jetzt überall bei Zara gegeben hat. Eine Tiffany und Co. Kette. Ja, so ein Geschenk von Familie. Die kostet 280, ne? Oder? Ich weiß es nicht, ich glaube ja, aber das ist mein Name eingraviert auf jeden Fall. Ah, okay, wie das cool. Das hat noch mehr Wert für dich. Ah, normal, das ja. Ist eine Million. Fresh. Okay, ey, danke, du bist auf jeden Fall... Sehr freshes Outfit, extrem gut kombiniert, viel dabei gedacht, gar nicht zusammengewürfelt oder so, sondern wirklich eine Linie gefahren. Top. War sympathisch drauf. Danke auch. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? 4.475 Euro, what the... Instagram oder sonst was. Alle meine Freunde grüßen, auch Grüßen nach Moskau. Ich hab euch lieb. Wer ist auf Instagram? Leonie Dallas, okay. Genau. Ey, danke dir, das war's. So, Leute, das war's. Okay, ja, spannendes Video, liebe Leute, das wir da wieder gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es notwendig war, aber zumindest haben wir es einmal gesehen, Freunde. Wichtiger wäre, am Freitag am Start zu sein und da zu sehen, was es dann final gibt von M&M. Freunde, die ersten paar hundert Stück, es sind sehr, sehr wenig, die wir vorproduziert haben, die gehen noch vor Weihnachten raus für all jene, die dann... Ich bin nicht gut in sowas. Okay, also, wir haben ein paar hundert Stück vorproduziert und was weg ist, ist weg und danach gibt es Vorbestellungen. Die noch in dem Stock dabei sind, der Dinge, die vorproduziert werden, kriegen ein Produkt noch vor Weihnachten und die vorbestellen, das geht von 12 Uhr bis am Freitag um 12 Uhr bis am Samstag um 12 Uhr, das heißt 24 Stunden, da kann man vorbestellen. Da ist limitless. Jeder kriegt ein Piece. Und das kommt aber erst dann mit Jänner, Anfang Februar. Nur das so mal so zur Info. Was kommt? Weiterhin geheim an diesem Mittwoch, liebe Freunde. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so war, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder, hoffentlich mit einem spannenden Shopping-Stream. Mitten im Black Friday-Stress im 24-Stunden-Bestellmodus. Das M&M-Hoodies, der überraschend kommt. Ja, ich verrate noch nichts. Das war's von mir, euer Maximilian. Okay, wer kommt da? Wer ist du? Nastja. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr mich gefunden habt.